50 Meter sind es jetzt noch ein bisschen scharf und das kann uns überlegen, dass da unten die kurzen Wegfenster sind mit weiter in die Spitze gesetzt. In eine zweite Auerliga-Seite, in der Position von Jürgen Tarding und Katie Fox mit der roten Ausgangs des Hospitalbodens, die Führung bei Pete Stewitz, zwei Längen zurück in Immel. Abschauen hat hier nach wie vor zwar jetzt gleich sogar drei Lecken zugegeben. Und dann geht jetzt die Monate Tage aus, als dann die Außenstelle. Das ist ganz sich da. Und gibt es jetzt auch mit der Führung von Ingmann und Paula Rie, das ist eben dazu die zweite Spur jetzt angeführt von Roland Tarkin und Gates und dahinter. Und letzter Schritt, jeder jetzt von Roland Tarkin springt da ansatzlos weg und zwar gibt hier alle möglichen theoretischen und praktischen Jobs auf den Sieg, denn Peter Witz bleibt hier weiter unbedrängt vorn von Ingmann, Paula Rie und Gates ist dort, die jetzt in diesem Moment eingesetzt wird. Aus mit der Position und außen auf und aus. Eingang des letzten Rundes. Wieder die gerade herunter und Henry Boltensack weiterhin mit der Führung vor Felton Revenge, Dragona Kelfleur, Etorix in zweiter und Vitito will jetzt plötzlich in dritter Spur zu sehen. 800 Meter jetzt noch bis zum Ziel und Thomas Maslin jetzt in diesem Moment von der Innenkante wieder in die Offensive. Henry Boltensack geht in Felton Revenge aus. So wird jetzt das Ziel gerade erreicht. Henry Boltensack, Felton Revenge greift weiterhin ohne Gewicht an. Kelfleur in der dritten Position. Henry Boltensack, Felton Revenge mit dem Vorteil ist vorbei. Kelfleur setzt nach, aber Felton Revenge. Zweiter Sieg heute für Thomas Maslin. Gewinnt gegen Henry Boltensack, dann Kelfleur, dann Dragona. Und dann Etienne Deville. So ging's über die Linie.
Thomas Jetzt war ich etwas flotter. Nils hatte mir vor dem Rennen gesagt, er ist ein Dauerläufer. Jörg sagte zu mir, bitte die Spitze halten, er lässt mich fahren, ich sage dann fahr du. Deswegen habe ich eine Runde vor Schluss schon rausgenommen. Normalerweise hätte ich jetzt bis auf der Überseite gewartet, aber er braucht so ein bisschen, bis er auf Touren ist. Und ja, hat er super gemacht und hat ganz leicht kontrolliert. Dann muss ich natürlich fordern und gesagt, jetzt viel Spaß. Aber ganz fein. Ich tue mir leid, jetzt kam der Traktor, hat nicht ganz so viel gekriegt. Ich habe gerade gesagt, der ist ein bisschen faul im Rennen. Dann ausgebracht, da muss ich ihn zwar nochmal einkicken, weil Nils mir gesagt hat, der ist so ein Dauerläufer. Und deswegen habe ich schon eine Runde vor Schluss rausgenommen. Normalerweise wäre ich da liegen geblieben, aber ich habe gedacht, wenn wir den Job ein bisschen unter Druck setzen, naja, vielleicht haben wir dann die Chance. Ja, das hat funktioniert. Ja, und ich habe gedacht, der letzte Bogen könnte eng werden. Sah eine Zeit lang so aus, ob du vielleicht nicht rankommst, aber er hat sich wirklich hervorragend eingesetzt. Ja, hat sich super eingesetzt, muss ich sagen. Ganz toll, also ich bin mächtig stolz. Ja, und ich gehe... Ich habe Thomas, ja. Und dann? Gehen wir auf den Ausdruck? Ja. Und dann geht's ab nach Hause, zum Sitterhof. Jawohl, super. Dann Gratulation nochmal zum Tagesablauf. Vielen, vielen Dank. Und schöne Grüße nach Hause. Danke. Und Ihren herzlichen Applaus bitte für Felten Revenge und einen sympathischen Thomas Maaßen. Ich kenne es ja von ganz herzlich.